Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nöer Gameplays als Hobby und das Ganze hier auf tödliche Obsession. So langsam scheint irgendwie so eine Art Showdown loszugehen. Wir sind zwar bei 70% abgeschlossen, wir haben noch 30 vor uns und circa 61 Gegenstände noch zu sammeln. Aber jetzt gerade geht anscheinend so langsam die Post ab. Trinity ist wieder dazwischen gekommen, sie sind wieder da. Ich bin überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Bereich ist nicht. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Warum plötzlich so hektisch? Los, halt, warten, schneller. Das Leben eines Soldaten. Scheint toll zu sein, ja. Oh, wir haben immer noch kein Lager, ey. Das ist echt mies. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Ich hoffe natürlich, wir finden hier noch irgendwo mal Lager bald. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Ist sie nicht. Der bewegt sich wohl nicht mehr. Warum plötzlich so hektisch? Wo ist er hin? Und da haben Soll wir noch ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Da haben wir noch zwei Stück. Jetzt bewegt er sich. Der Sektor sieht leer aus. Die Frage ist nur, wohin er sich bewegt. Ich wurde fast gesehen. Hast du irgendwas? Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich es. Ohne den Regen wäre es einfacher. Ich habe keine Waffen. Soweit ich es weiß. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann, frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Nicht schießen! Was gefunden? Was zur? Du bist das! Hä? Okay. Okay. Also bis zu drei Stück. Ist echt knapp von der Zeit her, so eine Rauchbombe. So, sie ist noch voll in Deckung. Ich frag mich jetzt nur, wieso? Gibt's hier noch irgendwo einen Gegner? Können wir den hier auch noch ausnehmen? Nee. Okay, hier hinten ist wohl nichts.
Hätte das sein können. Wir müssen ja zumindest mal nachkontrollieren. Und wir müssen natürlich auch herumschauen, ob wir hier irgendetwas finden. 6 Sachen gibt es hier zu finden. Oh, ich bin schon wieder sauber. Das heißt eigentlich, hier müsste es gewesen sein. Und hier habe ich nicht genug Platz. Und hier gibt es wohl nichts zum Einsammeln. Ich nehme mal sicherheitshalber so ein Ding hier mit. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Ach nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. In diesem Sektor gibt es viel zu viele Verstecke. Ich muss viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Alles voll. Überleg dir besser tragen. Gleich, wo deine Loyalität liegt. Willst du mich verarschen? Es ist ganz einfach. Ich muss wissen, dass du mich deckst. Okay, hier gibt's ein paar Gegner auf jeden Fall. Wir schauen jetzt nochmal, ob der eine wieder zurückkommt. Ist beeindruckend hartnäckig. Okay, hier hinten rum ist wohl keiner, oder? Ich gehe sogar mit. Was zum Teufel ist in der Stadt passiert? Derjenige kommt hier wohl nicht vorbei. Wir kriegen jede halbe Stunde neue Befehle. Zentrale ist ohne Kontakt zum Road-Team. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. An uns kommt sie nicht vorbei. Lara Croft. Sie ist beeindruckend hartnäckig. Wir müssen sie aufhalten. Das Feuer verrät mich gar nicht. So, ich glaube, hier ist sonst keiner. Dann können wir erstmal rumgucken. So, hier hinter geht es nicht. Bisschen Bergung ist gut. Das scheint es gewesen zu sein. Okay. Ich habe meine Flasche verloren, das ist blöd. Das macht nichts, ich habe hier eine neue gesehen.
Oh, da. Eine Tagebuchseite. 21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Ach ja, das hat mein Freund nicht gefunden. Sehr interessant. Also er war so gesehen also auch gegen Trinity. Sehr interessant. Und er wollte die Schatulle auch nur verstecken. Oh, das Erdbeben wird wohl heftiger. Da sollte ich nicht runterfallen. Und die Flasche kann ich wohl nicht mitnehmen. Ich könnte sie ja rüberschmeißen und dann drüben wieder aufheben. Oh Mann, ich glaube, ich muss da rüber. Geronimo! Körperteam, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Ein Lager. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Bist du fertig? Du meine Güte, was ein Spiel. So, wir haben sogar noch zwei Herausforderungsgräber, die wir noch nicht haben. Und storybedingt würde mich gerne mal interessieren, was ich da jetzt noch alles bekommen hatte, weil es waren viel mehr storybedingte Sachen hier drin eigentlich. Giftgranaten wären, glaube ich, auch was. Je mehr wir zum Angriff haben, desto besser. Gift der Viper. Oder Viper. Wählen Sie mit 3 das Gewehr. Halten Sie zur Herstellung von Giftgranaten. Benötigt Schwarzpulver und Toxine. Tötet Feinde und vernebelt das Sichtfeld. Inventar. Geil. Nur meine Axt. Hey, wir können uns jetzt doch langsam wieder was anderes anziehen, das finde ich gut. So, was haben wir denn da? Schadenswiderstand von außer Headlinger an. Reduziert erlittenen Schaden durch Kugeln und Pfeile. Genau das wäre, glaube ich, richtig. Sie werden im Kampf seltener niedergeschlagen, widerstehen Feuerschaden. Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Gewährt Bonus-EP für nicht lautlose Kills. Rennen ist leiser, wodurch Lehrer blablabla. Gewährt Bonus-EP für lautlose Kills. Raubtier braucht länger, um Lehrer zu entdecken.
Okay, also es gibt nichts, was mir auch wieder Schaden erleiden weniger bringt. Also, ne? Mehr Schutz gibt. Bonus CP fährt lautlose Kills. Wir müssen mit lautlosen Kills arbeiten auf jeden Fall. Wir haben nur ein Messer. Von daher wäre das hier gar nicht mal so verkehrt. Und falls sie mich entdecken, habe ich hier mit mehr Schutz. Boah, ich bin total aufgeregt. Okay. Hoffe, das ist in Ordnung so. So, wir haben noch 5 Minuten. Das Blöde ist, hier na, kommt erstmal kein Lager mehr. Und wirklich viel Zeit zum Spielen habe ich auch nicht mehr. Eine halbe Stunde oder sowas. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Scheinbar. Okay. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? So, ich muss vorsichtig sein. Ich hoffe natürlich, dass ich immer wieder zurückkomme. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Na toll. Ich hab was. Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rourke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Schon was gesehen mit der Brille? Los. Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Hoffentlich funktionieren die Brillen. Die Tür kommt recht raus. Ich sehe nichts. Wir finden sie. Falsche Richtung. Hoffentlich sieht irgendjemand was. Sie ist bestimmt da drüben. Der Kerl, der da hinten an dem Gerät dran war, ist weg. Wir finden sie. Alarm echt ist? Absolut. Er ändert die Befehle nur dann, wenn er sicher ist, dass sie hier ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie hat schon zu viele von uns ausgeschaltet. Die sind beide hier drin. Nee, doch nicht. Diesmal nicht.
Ich muss hier wieder hoch. Es gibt kein Versteck. Mal sehen, wie clever sie ist. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, die sind nur noch zu zweit. Wenn ich dich finde, bist du tot. Versteck dich ruhig. Es ist egal. Hoffentlich sieht irgendjemand was. Ziel wieder erfasst! An meiner Position! So, wunderbar. Ich sehe nichts. Okay. Ach stimmt, es waren ja lautlose Kills, die tue ich ja dann direkt ausrauben. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Achso, da geht's wieder zurück. Sehr gut, weil das mache ich dann jetzt gleich. Wir sind bei 22 Minuten. Oh, hier sind Dosen, das ist gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sind noch Molotow-Cocktails? Okay, hier scheint sonst weiter nichts zu sein. Ja, dann gut. Dann gehe ich nämlich jetzt wieder zurück. Hier bin ich falsch. So. Dann gehe ich jetzt wieder zurück, speichern. Es geht zum Glück. Da haben wir das zumindest gespeichert. Und dann muss ich leider aufhören mit dem Teil, mit aufnehmen. Meine Aufnahmesession startet wieder vorbei. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hab leider nicht mehr die Zeit dazu, weiter aufzunehmen. Es ärgert mich selber. Okay. Inventar. Hat sich hier nichts getan. Wir haben jetzt zwei Fähigkeitspunkte, aber ich glaube, mit denen können wir generell nichts anfangen. Nee, wir brauchen mindestens drei. Das hier könnte man falsch machen. Komm, wir machen mal so eine Ausschaltkette. Ich habe gar keine Ahnung, für was es ist. Drücken Sie F, um nach dem lautlosen Ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen. Okay. Vielleicht gar nicht mal so übel gewesen jetzt. Hätte ich vielleicht vorher gebraucht. Okay. Gut. Dann war es das hier jetzt erstmal mit meiner Aufnahmesession von 6 Stunden oder 8 Stunden. Mit sinnlosen Stunden, weil ich gestorben war oder wegen Computerfehler mit der Unorato zum Beispiel. Schlimm war das. Aber das war es jetzt mit meiner Aufnahmesession von Shadow of the Tomb Raider. Vielleicht zumindest für die nächste Zeit. Gut, bis ihr den Teil seht, sind circa 2 Monate rum. Also von daher ist der Teil da 2 Monate her alt. Bis dahin habe ich schon längst ein fettes Spiel fertig, auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß mit Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nöhr Gamblers als Hobby. Lasst mir doch gerne einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat bis hierher. Und falls ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.